Einen Auftakt nach Maß erwischte der EV Füssen gestern Abend im Stadion am Kobelhang. Vor nicht einmal 600 Zuschauern erzielte Sascha Golz nach toller Vorarbeit von André Naumann die Führung zum 1:0 in der ersten Spielminute. Die Leoparden hätten auch gleich nachlegen können. Ein Konter in Unterzahl, Sascha Golz scheitert nur knapp. Nach 6 Minuten dann zum ersten Mal die Gäste. Allerdings Füssen zu diesem Zeitpunkt eindeutig die bessere Mannschaft. 7. Minute, toll gespielt, aber Daniel Stiefenhofer verpasst den erfolgreichen Abschluss. Eigentlich lag das 2:0 schon in der Luft, da kamen plötzlich die Gäste. In Überzahl traf Brandon McLaughlin in der 16. Minute zum Ausgleich. Jetzt war plötzlich Deggendorf da. Sie kamen in den letzten Minuten immer wieder zu guten Möglichkeiten. Doch es blieb zur ersten Pause beim 1:1. Flotter Beginn dann in Drittel 2. Nach etwa 60 Sekunden Deggendorf mit der Riesenchance. Der muss eigentlich drin sein. Fast im Gegenzug die Leoparden. Simon Sesemski mit einem wunderbaren Schuss ins Eck. 2:1 nach 22 Spielminuten. Die Leoparden drängten auf weitere Tore. In Überzahl hätte Sascha Golz hier die Führung ausbauen können. Doch auch Deggendorf immer wieder gefährlich. Martin Schweiger mit der Chance zum Ausgleich. Dann die Möglichkeit für den EV Füssen. Schade, John Gordon. Das hätte das 3:1 sein müssen. Sascha Golz hätte noch eine drauflegen können. Es sollte aber nicht sein. Wenn das mal nicht bestraft wird. Es wird. In der 37. Minute schlug Deggendorf zurück. Das 2:2 erneut durch McLaughlin. Das war aber noch nicht alles. Für die Leoparden kam es noch schlimmer. Einen unnötigen Puckverlust nutzten die Gäste gnadenlos aus. Mit 2:3 ging es somit zum zweiten Pausentee. Jetzt war auch der Coach gefordert, doch die Moral im Team war intakt. André Naumann mit der Chance gleich nach Wiederanpfiff, doch diesmal blieb dem EV Füssen ein schnelles Tor verwehrt. Deggendorf blieb gefährlich, immer wieder hatten sie gute Möglichkeiten. Dann die 46. Spielminute. Die Leoparden erneut mit einem guten Angriff, nur die Latte rettete die Gäste. Kurz darauf die Erlösung. Verdient trifft Yannick Bayer auf Zuspiel von Erik Nadeau zum Ausgleich. Jetzt war wieder alles offen. Die Abwehr des EV Füssen wankte. Immer wieder profitierte Deggendorf von individuellen Fehlern, die sie zum Glück meist nicht nutzen konnten. Zumindest bis zur 52. Minute. Oh wei, möchte man da als Leoparden-Fan sagen. Das darf doch gar nicht wahr sein. In den letzten Minuten warf der EV Füssen dann alles nach vorn. In Überzahl hatte Yannick Bayer die Chance zum Ausgleich, doch es sollte nicht sein. Auch eine Auszeit und der Wechsel des Goalies für einen weiteren Feldspieler brachte nichts mehr. Eher noch hätte Deggendorf ins leere Tor treffen können, ja wenn nicht gar müssen. So war die Heimniederlage für Füssen perfekt. Wir haben heute 30 Minuten, sag mal, schlecht gespielt. Dann habe ich das ein bisschen umgestellt, die Reihen. Habe ich mit 3 Reihen gespielt, 2 Verteidigungspaare und hat gleich ein bisschen anders ausgeschaut und wir haben das Spiel umgedreht. Am Ende haben wir ein bisschen Glück gehabt und gewonnen. Das Spiel, das haben wir gut gestartet heute. Das war ein bisschen überrascht, dass wir sind so rausgekommen in ruckzuck 1:0 in Führung und dann leider das 1:1 gekriegt, 2:1 in Führung. Ich weiß nicht, ich bin die Einzige, das gesehen, aber das war endlich Glück für uns. Wir haben 6 Leute am Eis für 15 Sekunden und wir haben eine 2:1 geschossen. So, das war richtig glücklich, dass die Schiris haben das nicht gesehen. Aber das muss man nehmen und dann leider individual Fehler, 2:2 kriegt und eine Weimar war Leben beim Deggendorf. Wacker gekämpft und ein bisschen unglücklich verloren also. Erfahrung und Konsequenz gaben am Ende den Ausschlag für Deggendorf. Die waren am gestrigen Abend einfach cleverer, auch wenn die Anhänger der Leoparden ein wenig enttäuscht waren.